Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier auf unserem Lost World Server. Ich habe heute mal drei Gäste dabei und den Harle nicht. Ja, und zwar ist heute dabei der Pio, der Dominik und der Sandtitan. Hallo. 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 Seid gegrüßt. Und wir haben uns gerade mal so ein bisschen abgesprochen. Der Dominik und der Sandtitan, die werden mal mitkommen und ein bisschen Salpeter sammeln. Das heißt, der Sandtitan ist sogar schon dahin. Der Pio bereitet in der Zwischenzeit eine neue Maschine vor, die wir euch dann hier von Rotary Craft aus zeigen wollen. Mhm. Nee, da war irgendwie ein Fehler in dem Satz. Also, er bereitet eine Maschine vor von Rotary Craft, die wir euch dann zeigen wollen. Jetzt stimmt's doch. So, Dominik, ich habe hier oben ein Schild hingemacht. Wenn du da drauf klickst, dann wirst du zu diesem Punkt gebeamt. Ja, bin ich. Und das mache ich jetzt auch mal. Und ja, es gibt hier so ein Wüstengebiet, und zwar brauchen wir für die Herstellung von Schwarzpulver, also von Gunpowder, brauchen wir Salpeter. Salpeter findet man hier an verschiedenen Stellen. Ich habe hier schon mal, sieht man an den Löchern im Boden, ein bisschen von diesem Zeug gesammelt, und ich suche mal eins, um euch zu zeigen, wie das aussieht. Also bei mir sind das so weiße Flecken im Boden zwischen dem Sand. Sieht so ähnlich aus wie Sandstein mit so Einschlüssen drin. Habt ihr schon welche gefunden? Nein. Nee. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht schon wieder alles abgebaggert habe. Wir müssten mal so ein bisschen was von dem Sand wegschlagen, bis man da auf die Sandsteine trifft. Und da findet man viele von diesen Einschlüssen. Also, ich habe festgestellt, es ist nicht bei jeder Wüste so. Also, man findet nicht in jeder Wüste was. Jedenfalls ging es mir so. Sondern das scheint sehr selten zu sein. Ich muss erstmal ein paar Schweine töten, hab nichts mehr zu essen. Ach so, das hättest du sagen können. Ich habe ein paar Beeren. Ich habe zu Hause ganz viel Essen. Ich gehe gleich mal nach Hause und dann bringe ich euch was zu essen vorbei. Und eine Schaufel bitte, weil ich habe nur Pickaxe mitgenommen. Ja, jetzt würde ich euch gerne eins von diesen Dingern nochmal schnell zeigen, damit ihr wisst, was ihr abbauen könntet. Jetzt finde ich hier überhaupt keins. Das ist natürlich auch. Ah, cool. Da ist eins. Hast du eins? Ja, hier. Dann zeigst du mal in die Ecke. Dominik. Ich sehe das gerade bei Nothing of Items oben in der Ecke. Oh, ich habe jetzt auch zwei. Ja. Ich habe drei. Mhm. Hier sind jetzt auch welche auf dem Boden. Guck mal, hier bei mir ist ganz viel. Ja. Ja, und dann gehe ich mal los. Hier müsste irgendwo ein Schild drumstehen. Hoffe ich. Wo habe ich denn das hingestellt? Nee, warte, machen wir das mal so. Voll die moderne Sklavenarbeit hier. Voll in der Wüste abrackern. Wir kriegen zwar Essen jetzt gleich. Guck mal hier, kriegst du noch ein paar Kirschen. Ja, danke. Das ist doch die Arbeit, die du dir gewünscht hast. Ja, absolut. Absolut. Du hast in deinem Stream gesagt, du würdest gerne bei mir ein bisschen was sammeln. Ein bisschen Entspannung suchen. Was wollt ihr denn gerne essen? Wollt ihr Steaks essen oder was wollt oder Äpfel essen? Oder wollt wir sind auf Kirsche. Kirschen? Ja, da kann ich euch welche vorbeibringen. Ich weiß aber nicht, wie viel Nahrung die einbringen. Aber es ist so ein Nahrung pro Kirsche. Dann halbes. Aber na, Dominik ist schon wieder weg. Nee, ich brauche eine Spitzhacke, ich glaube, sonst komme ich nicht weiter. Ich bringe euch welche mit. Ich weiß noch nicht, da ist schon wieder so ein Monument, habe ich gesichtet. Das habe ich auch schon gesehen. Ich weiß nicht, das steht irgendwo auf einmal in der Landschaft rum. Ach, keine Ahnung. Das ist von irgendwelchen Aliens, glaube ich, so wie diese Kornkreise oder so. Ich kann auch gar nicht aufs System zugreifen. Ja, ist auch besser so. Können wir auch jetzt so schnell nicht erledigen. Aber ich bin dabei, hier gerade was vorzubereiten. Ach, da bist du ja genau hinter mir. Ja. Wir sind hier gerade in einem sehr gefährlichen Gebiet. Normalerweise muss man immer sofort achten darauf, dass man hier flüchtet. Habe ich hier auch ein Schild? Weil es gibt die Züge des Todes. Genau. Die helfen dir doch nicht mal, wenn du irgendwie. Guck mal, hier ist auch Salpeter 2. Siehst du das? Mhm. So, ich habe jetzt hier einmal eine Spitzhacke, eine Schaufel für dich. Und dann für den Sandtitan habe ich auch eine Schaufel.
So, aber du baust deine Monumente immer so weit weg. Bau die doch mal hier so bei uns in die Nähe oder so. Gibst du mir Schaufel, mach ich den Rest. Hab ich eigentlich irgendwo hingeworfen. Ach, da kommst du. Ja. Ah, okay, sorry. Wobei, am Bahnhof ist doch hinten nice. Also da kommt man doch ab und zu mal vorbei. Wenn ihr euer Rotari-Haus auch am Arsch der Welt baut und nicht beim Monument, kann ich ja nichts für. Ich stell mal hinter das Monument 2 Kisten. Das Problem aus der Seite ist das spiegelverkehrt. Das ist kacke. Naja, egal. So, dann gehen wir mal suchen. Hinter dem Monument steht jetzt eine Kiste mit Essen. So, ich gehe mal zurück. Und dann gehe ich mal zum Pio. Der Pio hat nämlich, glaube ich, jetzt schon unsere Bedrock-Maschine vorbereitet. Nee, ich muss erstmal was brennen. So. Ich glaube, ich brauche eine Spitzhacke, keine Schaufel. Aber du kannst gerne schon mal vorbeikommen. Also ich hätt auch noch eine Spitzhacke hier. Ich habe mich vorher schon bedient im System. Okay, ich komme eben her. Ich habe nämlich eben so ein Teil schon gefunden. Steinspitzhacke. Also Spitzhacken braucht ihr oder nicht so? Nee, alles gut. Achso. Wo bist du denn? Ich komme gerade da, wo dein S ist jetzt. Ja. Ach, du fliegst, du kannst schön fliegen. Gar nicht wahr. Zähl nicht sowas. Das glauben die Zuschauer auch noch. So, Pio, ich bin da. Kann ich dir irgendwie was bauen, was helfen? Und du bist nicht da. Ich bin draußen. Ach so, bist draußen. Ach ja, genau. Versuchsgelände. Du bist ja hier am Versuchsgelände. Da habe ich ja auch schon was aufgebaut. Nämlich, ich hatte eine Nachfrage von einem meiner Zuschauer, und zwar von Maskottchen HD. Der hat mir geschrieben, mir fällt gerade auf, hier geht mein Tooltip gerade wieder mal nicht. Moment, sofort erledigt. Boah, aber sehr löblich, du hast dir den Namen des Zuschauers gemerkt. Ja. Sehr nice. Und zwar hat er gesagt, der Minenborder, so wie ich ihn gebaut habe, der wird ja nicht funktionieren. Und zwar habe ich das gerade mal nachgebaut. So, Minenborder tippe ich nochmal hier in mein... Nein, das wollte ich nicht da drüber machen. Moment. Ich wollte das hier drüber machen. Ich tippe das mal in mein Nei ein, mein Not Enough Items, und da könnt ihr sehen, wie das Ganze gebaut wird. Ein Minenbohrer wird gebaut, indem man Eisenbarren in die 1, in die 3, in die 4, 6, 7 und 9 legt. Und man legt ein Redstone oder ein Redstone Dust in die 2, ein Eisenzahnrad in die Nummer 5 und eine unbenutzte Eisenspitzhacke in die 8. Die muss wirklich unbenutzt sein, wenn die einmal kurz verwendet worden ist, dann verliert die schon ein Pünktchen und dann geht das Ganze nicht mehr. Das könnte auch der Fehler gewesen sein, warum das bei dir nicht funktioniert hat. So, hier ist ein Eisenzahnrad. Wie wird das Eisenzahnrad gebaut? Das ist ganz einfach. Hier, das ist das falsche Rezept, was wir jetzt hier angezeigt bekommen. Ein Eisenzahnrad wird gebaut, indem man ein Holzzahnrad in die Mitte legt und man nimmt Eisenbarren, die man legt man in die 2, in die 4, in die 6 und in die 8. So. Nicht atmen vergessen. Ich habe das Ganze mal aufgebaut. Ihr seht jetzt hier den Minenbohrer, der ist schon aufgebaut. Und ich habe jetzt mal Stirling-Motoren genommen. Die werden mit Kohle betrieben. Du kannst dich nicht selber bannen. Wir boykottieren hier voll die Aufnahme. So, ich habe mal Stirling-Motoren genommen mit Koks. Und wenn wir jetzt hier die Anlage einschalten, mache ich jetzt mal. Also hier in der Mitte ist der Minenborder. Ich habe jetzt einfach mal eine goldene Leitung hier dran gemacht, ein goldenes Rohr. Dann seht ihr, dass jetzt hier Material durchfliegt. Und zwar macht der Minenborder jetzt ein Loch in den Boden. Ich kann das mal zeigen, indem ich hier aufgrabe. Da seht ihr, da hat sich jetzt so ein Abbauding gebildet, das nach unten geht. Und hier wird jetzt das Material abgebaut und hier in die Kiste gelegt. Lieber Maskottchen, ich hoffe, dass dies deine Frage erklärt. Falls das immer noch nicht funktioniert, dann schreib doch mal, was nicht funktioniert, und dann schauen wir uns an, wie wir das ganze Problem lösen können. Und natürlich die Abonnieren nicht vergessen. Und? Also. Ja, wenn es nicht funktioniert, dann De-Abo. Ja, und klar. Auf jeden Fall auch ein Hate. Ja, mindestens. Ja. Daumen nach Dislike. Unten. Dislike. Genau. Dislike wie bei dem, der festgestellt hat, dass unsere Benzinanlage, die wir vorgestellt haben, jetzt nicht mehr mit Wasser läuft. Ja. Siehst du? Dem ist das aufgefallen. Genau. So, Pio, was kann ich machen? So. Oder was hast du schon gebaut? Ich
habe ja erstmal hier eine andere Anlage hingebaut. Ja. Ich wollte eigentlich was brennen, aber hier kann man das nicht brennen. Und hier das sieht aus, als ob du diesen Ofen hier irgendwie anbohren würdest. Ja, der Ofen, damit mache ich den Ofen an. Ach so, das erhöht die Temperatur. Ja, ohne Kohle oder sonst irgendwas. Ich kann den Ofen nicht anklicken. Ja, doch. So, du weißt ja, wie schnell so ein Ofen durchläuft, wenn er irgendwas zu futtern hat. Ja. Ne, dauert ungefähr eine Stunde. Ja, wir fliegen mit hier reinliegst, dann. Ich finde gerade gar nichts. Ich habe erst 36. Ich erst 1. Geht einiges schneller, ja. Und ich pflüge hier den ganzen Sand weg. Ja, das ist echt doof. Also vielleicht sollten wir uns mal auf die Suche nach Creepern machen, weil die bringen nämlich auch Schwarzpulver. Wir können ja eine Monsterfalle aufbauen, die Creeper anlockt. Ich guck mal ganz kurz. Gunpowder können wir bestimmt noch mal anders machen, oder? Oder generell einfach eine Monsterfalle. So. Einfach Creeper. Also Pio, es gibt auch noch Injection-Gerät. Warte mal, ich muss mal in mein Buch reingucken, wie das ganze Ding heißt. Das könnte man auch bauen. Also ich habe hier noch diverse interessante Maschinen gefunden, die wir bauen können. Gibt noch so eine Zentrifuge, würde es noch geben. Da kann man aus Bienenwaben also das machen. Ja, das Problem ist, da müssen wir erst die Bienen züchten dafür. Und das ist halt nicht so leicht, weil wir erstmal die Bienen finden müssten, die das machen. Das sind halt verschiedene... Das ist eine bestimmte Sorte von Bienen. Und die haben wir nicht. Also, echt? Bei den 1000 Bienen, die ihr habt, habt ihr eine Sorte nicht? Der heißt auf Deutsch Hitzefabrikator, Pio, den ich meine. Der müsste also Heat Generator heißen oder so. Sieht aus wie so eine kleine Heißluftpistole auf einer Lafette oder so. Nee, wir haben 10.000 Bienen und ich habe das vielleicht schon mal in verschiedenen Videos gezeigt, wie viele das sind. Der Hale hat da, ich glaube, 40 oder 50 Festplatten voll mit Bienen. Ich habe wieder eins gefunden. Aber die Bienensorte, die wir brauchen, die gibt es nicht dabei. Hast du gefunden? Okay. Nee. Steam-Generator, ja, aber kein Heat-Generator. Dann boah, ich habe schon wieder welche gefunden. Was für ein Mod ist das? Ich gucke gerade mal nach. Hitze. Das ist Rotary Craft. Die Nummer ist 4890.12. Ah, da haben wir den. Heat Ray. So, da steht auch schon in der Anleitung dabei, das ist das teuerste Gerät, was man bauen kann. Aber das erzeugt so viel Hitze, dass wir da auch zum Beispiel dieses Tungsten... Warte mal, wie viel Temperatur macht denn jetzt der Ofen? Wir können mal gucken, ob wir da Tungsten drin schmelzen können, umwandeln oder so. Boah, ich habe voll das Feld gefunden. Diese Tungsten-Flakes nimmt der nicht an. Ja, das habe ich mir gedacht, weil die müssen eigentlich hier hinten... Deswegen, ich wollte eigentlich das damit vorstellen halt. Ja. Aber dieses Tungsten geht nicht in der Maschine da. Ja, das Problem ist nämlich, liebe Leute, wir müssen dieses Tungsten jetzt brennen zu barren, weil wir das für eine Maschine brauchen. Ich habe in der Zwischenzeit vergessen, für welche, aber das war ganz wichtig. warte mal, Ach, falsch. Hier. So, ich weiß nicht, ob wir diesen Hitzegenerator bauen können. Ich habe mir das gestern Abend schon mal angeguckt und das war irgendwie ziemlich schwierig, weil da kommen nämlich Haupthitzestrahlpart kommt da rein. Das geht noch. Das wird hier. Ach nee, das wird mit einem Nessa-Stern gebaut. Und Nessa-Sterne. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Minecraft-Karriere noch nie einen Nessa-Stern erobern können, weil man da so ein Ding da aus dem Nessa besiegen muss. Das habe ich noch nie geschafft. Ein Wither. Wither-Skelette. Boah, ich hatte gerade voll den Lauf. Ich habe schon über einen Stack. Ich immer noch nur eins. Ich sehe hier nirgends was. Du musst echt den ganzen Boden aufreißen. Das hilft also nicht. Das wenn du eins gefunden French hast... Heater. Was denn? Friction Heater. Friction Heater? Ja. Was heißt das auf Deutsch? Muss ich nachgucken? Jetzt finde ich Efficiency-Schaufel ganz gut.
relativ schnell gehen hier durch. Ja, das Ding haben wir ja schon gebaut. Haben wir schon gebaut? Ja, ja. Wir hatten noch gar keinen Tungsten. Das habe ich schon draußen stehen. Dieses Friction Heater. Aber wir haben doch gar keinen Tungsten. Pio, Pio, Pio. Nee, das ist der Reibungserhitzer. Der wird ohne Tungsten gebaut. Wir wollten irgendwas anderes bauen. Ja, aber um diesen Tungsten Flakes zu machen, muss zu Barren zu machen, brauchst du ja eine andere Maschine wieder. Da brauchst du 1392 Grad. Und das können wir halt genau. Mit unseren Anlagen noch nicht erreichen. Ja, dann müssen wir erst was anderes bauen. Also es ist wie in der letzten Folge, wo wir das mit dem Extraktor nicht hinbekommen haben, aber ganz kurze Zeit später haben wir dann alles super gut hingekriegt und dann lief eigentlich alles klasse, als wir keine Aufnahmen mehr gemacht haben. Komisch. So, Maskottchen. Also. Du siehst jetzt hier, der ist jetzt schon durchgelaufen, der macht allerdings nur... Oh, das müssen wir ausschalten. Oh, oh, oh. So, jetzt habe ich meine Minimap auf dem anderen Bildschirm. So, der explodiert gleich hier, der Motor, aber das Ding ist jetzt hier durchgelaufen schon. Das geht halt ziemlich schnell, weil dieser Minenbohrer nämlich nur ein Loch in den Boden. Ich glaube, ich baue mal den einen Motor baue ich mal ab. Das war mir jetzt gerade ein bisschen zu heikel. Ah, okay. So, mal gucken, was er alles gefunden hat. Der ist leider nicht so cool wie das Ding von Sandtitan. Der hat da auch so ein Ding, was man auf den Boden stellt, was dann irgendwie ganz viel Zeug aus dem Boden zieht. Ja, Mining Laser nennt sich das. Mine Factory Reloaded. Mine Factory Reloaded habe ich jetzt auf meiner neuen Welt, die ich im Offline spiele. Auf einer meiner Welten, die ich im Offline spiele. Ja, Pio, was bauen wir denn als nächstes? Ja, jetzt sagst du was. Ich hab doch keine Ahnung. Keine Ahnung, ey. Ey, wie billig bist du denn? Scheiße. Okay, das war gerade ein Insider. So. Ja, und zwar... Ist kann man bisschen... den denn noch benutzen? Also ich brauche, also um die Flakes zu Barren zu machen, brauche ich irgendwie Hitze von 1200, keine Ahnung was. Grad. Ich hab's rausgefunden, was wir bauen wollten. Wir wollten den Grundsteinzerstörer bauen. Der braucht Tungsten. Sinter Tungsten Ingots braucht er. Ja, aber diese Flakes, die müssen gebrannt werden, ne? Ja, das ist das Problem. Ich kann es nicht hier draufdrücken. Und die lassen halt nur über das, was ich da eben hingestellt habe. Aber was für ein Ofen das ist. Ja, wir haben ja in der letzten Folge auch nachgefragt, wie man das Ganze, ob man das mit irgendwas anderem noch bauen kann, dass man mehr Hitze erzeugen kann. Es gibt noch den Pulsofen, den könnte man versuchen. Pulsofen. Und zwar brauchen wir da Obsidian, wir brauchen Hauptpaneele, wir brauchen Flüssigkeitstransportrohre, die haben wir. Eine Brennkammer, einen Kompressor und einen Diffuser. Und was macht der? Yay, ich hab's halt, Peter. Nice. Das ist auch einfach nur ein Furnace, ja? Das ist auch ein Powerful Furnace, also ein starker Ofen. Den könnte man mal bauen. Also wir müssten bauen eine Brennkammer. Ich muss mir das mal aufschreiben. Eine Brennkammer, einen Diffuser und ein Kompressor. Wo ist denn das Schild überhaupt, mit dem wir hergekommen sind? Also diesen Diffuser habe ich schon gemacht. Sehr gut, dann gucke ich mal nach dem Kompressor. Kompressor. So, der wird gebaut, indem wir ein HSLA-Stahlrad in die Mitte legen und außenrum HSLA-Stahlbahn machen. Das können wir auch gerade mal machen. Ich baue das einfach gerade mal. Ein Rad. Das ist eine Radnabel. Hier haben wir so ein Ding. Ich lege das mal in die Mitte. Das geht wahrscheinlich wieder nicht hier, weil das muss man wahrscheinlich dann wieder in einem von diesen Tischen machen. Ja. Es geht. Es geht tatsächlich. Ich kann eine Schablone machen. Ich baue mal 10 Stück. Dass wir die schon mal... Geht nicht. Ach, ich weiß warum. Warte.
dass die Stahlnarbe hier mal die, das Zahnrad, man fangen einfach mal 100 Zahnräder, da habe ich da auf jeden Fall schon mal was auf Lager. So, jetzt baue ich hier mal einfach nochmal 8 Stück, dann haben wir da welche auf Lager. So, Diffuser haben wir, Diffuser, Kompressor und Brennkammer. Brennkammer. Sieht so aus. Wir brauchen eine Zündungseinheit, einmal Redstone und ganz viel HSLA-Stahlbahn. Das kann ich auch gerne machen. Einheit. So, Einheiten haben wir auch eine ganze Menge. So, hier, die kommt da unten hin. Und, was hatte ich noch gesagt? Was kommt in die Mitte? Computer. Ich muss nochmal nachgucken. Ich weiß es nicht mehr. Ach nein, Redstone. Ach, ein Redstone. Ach so, das Ding meinst du. Ein Ready Redstone. So, also. Ihr seht, haben wir auch eine Schablone von. Das gibt also jetzt so eine Brennkammer. Die besteht halt aus HSLA-Stahlbahn in der 1 bis 3, 1, 2, 3, 4, in der 6, in der 7 und in der 9. Eine Zündeinheit in der 8 und ein Redstone in der 5. Die Zündeinheiten habe ich jetzt gerade weggeklickt. Wollte ich gar nicht. Ich wollte euch zeigen, wie das geht. So. Die Zündeinheiten werden folgendermaßen gebaut. Ihr braucht Goldbahnen in die 1 und in die 3. In der Mitte kommt ein Redstone und in die 4, in die 6, 7, 8, 9 kommt ein HSLA Starbahn. Und dann kriegt ihr eine Zündeinheit. So, bauen wir auch mal von den Brennkammern einfach 10 Stück. Gut, dann weiß ich nicht mehr, wie die Anlage jetzt hieß. Pulsofen, gell? Puls, ja. So, Pulsofen. Wir versuchen mal, ob wir den jetzt hier craften können. Ah, das geht auf jeden Fall nicht. Diffuser. Nimm ich mal raus. Und dann hat man eine Brennkammer. Und wir hatten den Kompressor. So, Pulsofen. So, dann brauchen wir noch Obsidian. Wir brauchen Flüssigkeittransportrohr und wir brauchen Hauptpaneele. So, Hauptpaneele hätten wir schon mal. Obsidian, weiß ich nicht, ob es das hier gibt. Haben wir auch hier. Und diese Transportrohre habe ich auch. Jetzt brauche ich noch einen leeren Tisch. So, da ist auch was drin. Auch hier ist belegt, da ist belegt. Der ist leer. Super, machen wir es einfach hier. So, die Hauptpaneele legen wir in die 789. Den Diffusor legen wir in die 3. Das Obsidian legen wir in die 1 und in die 6. Wir nehmen das Flüssigkeittransportrohr, das legen wir in die 4. Wir nehmen die Brennkammer, die legen wir in die Mitte, in die Nummer 5 und den Kompressor legen wir in die 2. Wir bekommen einen Pulsofen. Den baue ich jetzt mal auf, aber dann sagt mir mein Timer, dass wir schon wieder die Folge beenden müssen. Nein! Doch! Jetzt ist also der Pio weg. Funktioniert auch schon. Nee, ich bin hier. Am Extraktor. Achso. Ich brauche eine neue Schaufel. Wo bauen wir das Ding mal hin? Hier hinten hin, oder? Da denke ich mal da. Ach, ich leg's jetzt einfach mal auf den Boden. Wir gucken uns mal an, wie das Ding aussieht. So sieht es aus. Aha. Aha, aha, aha. Und wie das Ganze funktioniert, das findet der Pio bis zur nächsten Folge raus, weil ich finde das hier, glaube ich, zu dumm. Ja, toll. Und damit sage ich erstmal tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Ciao.